Ja, also ich finde das hier schlimm, wie die hier gehaust haben in diesen Käfigen. Aber hier kommen wir jetzt auch nicht weiter, oder? Ah, hier. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen. Davon kann man ausgehen, also. Wir werden angegriffen! Durchsucht das Gebiet! Sorry, Leute, aber ihr geht nirgendwo hin. Jetzt können wir Molotows herstellen, ne? Ist auch was Cooles. Man kann die Leute hier ausnehmen. So. Da oben kann man anscheinend auch noch irgendwie hin. Dazu müssen wir aber hier hoch. Gut. Ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Das kann man da sicherlich verbrennen. Ja. Hallo, geh mal hoch hier. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Mhm. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Mhm. So, nur muss ich hier solche, noch 6 solche Teile suchen. Ich gehe erstmal hier rüber zu der Leiter. Weil nicht ohne Grund kommt man hier hoch. Ah, eine Karte. Sehr gut. Neue Dokumente gesehen bzw. gefunden. Drüben ist noch ein Laden. Nee, ein Herausforderungsgrab ist hier. Das ist ein Herausforderungsgrab. Cool. Okay. Hier ist das Herausforderungsgrab, was wir noch brauchen. Würde ich sagen, holen wir uns das mal, oder? Was meint ihr? Hier ist eine Kiste. Öffnen. Sehr schön. Teil eines Kamponbogens. 3 von 4. Ah, 2 Giftpfeile. Sehr schön. Läuft. Haben wir hier sonst noch was? Nope. So, dann gehen wir mal hier rein. Sesam, öffne dich. Das Licht geht noch.
Naja, größtenteils. Aha. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. So, neue Dokumente gefunden. Aber ich sehe hier nichts. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Auf alle Fälle Erz. Ist da drin irgendwas? Nee. Nee, hier ist definitiv nichts, außer eine Ader von Erz. Aber mehr ist hier auch nicht drin. Ne? Kann man da einfach dagegen springen und ist da eigentlich gehen, oder? Ja. Also ich kann hier nichts anklicken, ne? Ich weiß nicht, warum ich hier nichts anklicken kann. Also ich würde hier nicht in der Plärre schwimmen gehen, aber Lara hat da keine Bedenken. So. Gucken wir mal weiter. Da hinten leuchtet was. Da gehen wir doch gleich mal hin. Ich habe übrigens, gelesen von vielen, dass das TSW-Szenario, was ich gemacht hatte, das mit dem Fahrrad, da war ja die Tonqualität so beschissen. Und da haben einige sich über den Ton aufgeregt. Ich habe das Video jetzt erstmal entfernt, weil mir hat das selber ja auch nicht gefallen. Ich werde das irgendwann nochmal nachholen. Aber ich weiß halt jetzt noch nicht wann. Weiß ich nicht. Es ist berechtigt, dass die Leute sich da ein bisschen gewundert haben. Aber ich habe es eigentlich idiotensicher hingeschrieben in die Kommentare. Nee, ich hätte einen Molotov herstellen müssen, dass der Ton eben nicht so gut ist, und trotzdem wurde eben gefragt. Dann sieht man halt, dass auch viele Leute einfach auch nicht die Kommentare lesen, sondern sich einfach nur aufregen wollen, weil manche Leute eben einfach nichts zu tun haben, ne? Alles egal. So ist es halt. Ja, so ist es halt. So, ich komme jetzt hier weiter. Oh, 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 oh. Boah. Okay, so kommt man definitiv nach unten. Was für ein Einstieg. Ja, aber du musst halt auch in diese Gräber reingehen, Lara. Du bist selber schuld. Ich kann dich verstehen. Aber, ja. So, was haben wir denn hier? Hier ist auf alle Fälle ein Durchgang. Ich denke, hier kommen wir dann wieder raus, vielleicht. Naja, gut. Was ist hier oben? Was ist denn das hier? Eine Kerze? Nee, das ist Erz. Ich dachte, das wäre eine Kerze oder irgend sowas. Ah, das ist Erz. Interessant.
Interessant. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Auf alle Fälle finden wir hier einiges an Materialien. Hallihallo. Wir wären fast hier runtergeflogen. Und das wäre gnadenlos der Tod gewesen. Krass. Oh. Ah, hier haben wir noch was. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Naja, das würde ich nicht machen. Du weißt nicht, wie lange das Zeug schon hier liegt. So. Ein Molotow herstellen. Ich glaube, wir können das hier oben drüber schmeißen, oder? Also kommen wir definitiv rein. Nein! Was immer sie gefunden haben. Das muss da drin sein. Ja, da drüben ist das Grab, aber die rote Mine. Aber trotzdem ein bisschen vorsichtig, ne? Das ist immerhin eine Mine, also Einsturzgefahr. Was haben wir hier? Werkzeuge versteckt. Und provisorische Waffen. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Aha. Das Tagebuch eines verbliebenen Arbeiters, gefangen in den Sowjetminen. Da haben die einen Aufstand geplant. Das ist, ja, kann gut sein, aber... Ah, hier ist noch was. Eine Tasche. So, und wir haben hier tatsächlich jetzt auch ein paar Dokumente. Und ein Überlebensversteck noch. Irgendwo da oben. Warte mal, kann man hier hoch? Jawohl. Nee, das ist außerhalb, oder? Hier kommen wir ja definitiv nicht rein. Also das ist dahinter. Und können wir hier runter? Ja, wir können hier runter, aber wir kommen jetzt nicht weiter. Nein! Das war's. Gestorben. Ja, das... Das passiert, gute Lara. Ja, wo kommen wir? Können wir irgendwie das hier oben? Sollen wir nochmal zurückgehen? Wo kommen wir hier überhaupt zurück? Das ist da hinten. Wir behalten das mal. Wir halten das mal im Hintergrund. Immer hier erstmal das nächste Lager. Können jetzt hier Waffen herstellen. Beziehungsweise verstärken. Ich würde jetzt tatsächlich mal unsere Waffe hier upgraden. So, was können wir hier machen? Ausrüstung.
Was haben wir hier? Pistolen-Munitionsbeutel. Können wir herstellen. So, sehr schön. Läuft doch. Fähigkeiten. Überlebende. Was haben wir hier? Leichenfallen-Spezialist. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal. Können wir Leichenfallen herstellen. Interessant. So, wir müssen irgendwie hier rüber. So. Da ist auf alle Fälle ein Aufzug. Und da müssen wir rein, oder wie? Hier kommen wir aber nicht rein, weil hier Wasser ist. Das würde uns also auch nichts bringen, wenn wir jetzt hier einen Molotow dagegen schmeißen. Und das heißt, weiter gucken. So, was haben wir hier oben? Hier haben wir ein bisschen Erz, alle Fälle. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Krass. Da ist ein Dokument. Das will ich mir angucken. Da ist es. So, na, ich muss einen Weg hineinfinden. Tja, das werden wir auch machen. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen. Ach, der Bericht eines sowjetischen Minenvorarbeiters. Sie haben hier unten etwas entdeckt. Ja, die Frage ist halt was, ne? Was haben die hier entdeckt? Haben die einen Durchgang entdeckt oder irgendwas anderes? Das sind so... Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, ja. Machen wir auch gleich. Aber ich will erst mal gucken, ob hier irgendwas Neues. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Wartet mal, ich guck mal, ob ich jetzt hier dagegen springen kann tatsächlich. Vorsicht, Lara. Ah! Das ist wirklich gut. Oh. Doch nicht blockiert. Ach, Mist. Das ist aber nicht gut. Da haben wir uns zu früh gefreut. Da haben wir uns zu früh gefreut. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Weil irgendwie müssen wir ja trotzdem da reinkommen, ne? Einen anderen Wagen frei bekommen. Naja, das ist schon klar, aber trotzdem würde ich mich hier trotzdem noch ein bisschen umgucken. Weil hier kann man auch durchgehen. Würde das? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ist ja richtig. Es ist zwar ganz gut, dass die hier so ein paar Tipps gibt und so weiter, aber ich will eigentlich nicht so wirklich viel Hilfe haben, ne? Aber gut, ist jetzt auch erstmal egal. Okay, also können wir hiermit irgendwas machen? Warte mal. Also hier ist auf alle Fälle was für Style. Ah.
Aber wo müssen wir dagegen schießen? Na Moment. Ja, wir müssen irgendwie einen Wagen freischalten, aber wie? Weil das hier bringt da rein gar nichts hier. Weil da öffnet sich zwar das Teil, aber mehr auch nicht. Jetzt geht's wieder zu. Dies ist nicht so leicht wie erwartet. Können wir hier vielleicht noch irgendwas von hier aus machen? Also da ist so ein Seilding, aber... Ah, okay. Das ist ja schön und gut, aber... Oder wartet mal. Ich glaube... Könnte... Ah, du sollst springen, Lara. Wenn ich jetzt den Wagen mit dem Teil hier verbinde, könnte das vielleicht klappen. Ja. So, jetzt haben wir das hier festgemacht und jetzt können wir das Teil dagegen springen. Und da kriegen wir das auch hin. Dass das Seil aber auch nicht reißt, ne? Das ist auch Wahnsinn. Und hier ist wie auf Anhieb dann mal so eine Flasche. Genauso die Flasche, die wir halt auch gebraucht haben. Oh. Geh mal rein da. Nein, na, aber weh, du lässt dich jetzt fallen, Lara. So, rein hier in die gute Stube. So, da drüben ist das. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Hier hinten noch was? Nee. Uiuiui. So, da ist das Grab auf alle Fälle. Der Gegenstand, den wir brauchen. So, mal sehen. Was lernen wir jetzt? Beziehungsweise, was bekommen wir jetzt für die Fähigkeit? Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Oh, beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Ja, das ist sehr hilfreich. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Warte mal. Also es dreht sich hier sehr viel um diesen mysteriösen Propheten, ne? Das ist... Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen.